ich heute schlägst. Wer weiß, vielleicht bekommst du schon deinen ersten Vertrag. Keine Sorge, das packst du. Und hier ist dein Auto für die Übungsfahrt. Der Fahrtest findet in den riesigen Weiten des Monument Valley statt. Aber lasse dich nicht zu sehr von den atemberaubenden Felsformationen ablenken. Die Strecke ist holprig und unberechenbar. Und es wäre schade, wenn du das Auto schon bei der Jungfernfahrt zu Schrott fährst. Okay, es kann losgehen. Entspanne dich, mache dich mit dem Fahrverhalten vertraut und lasse es ruhig angehen. Mach dir keine Sorgen, wenn du manche Strecken nicht voraussehen kannst. Dafür hast du einen Beifahrer. Er sagt dir den Streckenverlauf an und hilft dir bei der Orientierung. Achtung, Schikane rechts Eingang. Den Sprung vielleicht. Und Achtung, kurz Donut. In links 4300. Achtung, rechts halten. Bremsen 90 Grad rechts mit enger über Sand in links 4 kurz und links 4 kurz 150 mittig halten. Kuppe in rechts 550. Links 3 öffnet sich 50. Rechts 3 innen halten 30. Jetzt, da du dein Fahrzeug besser kennst, testen wir deine Fähigkeiten. Ab dem nächsten Kontrollpunkt fährst du auf Zeit. Mal sehen, wie du dich schlägst. Rechts 4 kurz und links 5 in der Kuppe. Der Timer läuft. Wende alles an, was du gelernt hast. Fahre gut, fahre schnell und das Wichtigste, flieg nicht von der Strecke. Rechts 4 öffnet sich. Links 5 kurz, in rechts 4 öffnet sich über Kuppe. Links 5 in rechts 6. Rechts 5 kurz über Bodenwelle. Rechts 4 lang öffnet sich. Und links 3 öffnet sich. In links 4 kurz und rechts 3 öffnet sich. Links 4 und links 4 kurz, rechts 4 und links 3 mittig halten. Achtung, rechts 4 über Kuppe. Links 5 über Kuppe, mittig halten und links 4 kurz. In rechts 4 öffnet sich durch Wasser. Links 3 über Kuppe innen halten und rechts 4 nicht schneiden. In links 3 kurz und links 4 in rechts 3 und links 5 in rechts 6, links 4 kurz und rechts 4, links 5 kurz und rechts 4, in links 3 30 und links 6 kurz ins Ziel. Nicht schlecht für den ersten Versuch. Deine Fahreinstellungen werden nun automatisch an deinen Fahrstil und deine Zeit angepasst. Du kannst sie aber auch jederzeit manuell im Optionsmenü anpassen.
Jetzt weiß ich, was du drauf hast und kann dich beim Start deiner Rennkarriere unterstützen. Okay, dann schauen wir uns mal im Hauptquartier um. Da wären wir. Hier kannst du dir deine Rennergebnisse ansehen. Du hast dein Können bereits auf einer Rallye-Strecke gezeigt. Jetzt biete ich dir ein V-Rally-Cross-Rennen an. Im Aktivitätszentrum siehst du das verfügbare Rennen. Wenn du bereit bist, kannst du das Rennen akzeptieren und es geht los. Die nächste Wertungsrunde findet im Herzen der englischen Landschaft statt. Denke daran, es erwartet dich eine neue Rallye-Disziplin. Ich erkläre es dir genauer. V-Rally-Cross-Rennen finden auf kurzen Rundkursen statt, die aus Asphalt und Schotter bestehen. Vergiss nicht, dass du eine Joker-Runde fahren musst, um einer Zeitstrafe zu entgehen. Und noch etwas. Behalte die gegnerischen Autos im Auge. Manche fahren ganz schön aggressiv.
Was für ein wildes Rennen! Nach jeder abgeschlossenen Wertungsprüfung erhältst du Geld, je nach Platzierung. Je besser deine Endplatzierung, umso mehr Geld verdienst du. Und mehr Geld bedeutet mehr Teilnahmen an Wertungsprüfungen und prestigeträchtigeren Rennen. Für manche Rennen musst du eine Startgebühr bezahlen. Dann suchen wir dir mal ein Auto. Im Händlerbereich siehst du die angebotenen Autos. Und wähle weise. Dein Auto bestimmt darüber, in welchen Rennkategorien du antreten kannst. Folgende Autos stehen zum Verkauf. Nimm sie unter die Lupe. Tolle Wahl! In deinem Hauptquartier siehst du alle Autos, die dir gehören. Da ist es. Nicht das leistungsstärkste Fahrzeug, aber für den Anfang perfekt. Ein Sponsor scheint auf dich aufmerksam geworden zu sein. Gut gemacht. Vielleicht bekommst du deinen ersten Vertrag. Im Hauptquartier kannst du dir das Angebot ansehen. Hier ist der Vertrag. Ein sehr faires Angebot. Unterschreibe und du hast deinen ersten Sponsor. Mit einem Konstrukteursvertrag kannst du viel Geld verdienen. Aber du musst die Perfekt! Schauen wir mal im Aktivitätszentrum nach neuen Events, an denen du teilnehmen kannst. Life can get heavy as gold, just holding it all on my shoulders. Pushing so raw, some days I feel like a soldier, fighting until it's all over. I wanna fly.